Ja, 1:0 Auswärtserfolg bei der Spielvereinigung Unterhaching. Dennis Erdmann, du durftest wieder von Anfang an spielen. Defensives Mittelfeld. Beschreib mal, wie es dir gefallen hat. Zuletzt bist du ja gegen Osnabrück ins Aufgebot gerutscht, damals oder letzte Woche dann aber in der Innenverteidigung. Ja, also ist jetzt immer nicht so eine große Umstellung für mich, weil ich ja beide Positionen auch schon ein paar Jahre gespielt habe. Wenn ich jetzt auf der 6 spiele, spiele ich auf der 6. Als Innenverteidiger spiele ich Innenverteidiger. Hauptsache, ich spiele. Und wenn es dann heute mit einem 1-0-Sieg das Ganze endet, ist es natürlich umso schöner für uns. Es waren zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit hat uns so ein bisschen der Zugriff gefehlt. Beschreib mal, was aus deiner Sicht in beiden Halbzeiten so passiert ist, damit es dann auf unserer Seite fiel. Ich glaube, erste Halbzeit haben wir echt stark drum gebettelt, hier ein Gegentor zu schlucken. Haben es dann komischerweise nicht bekommen, obwohl wir, muss ich sagen, echt nicht gerade gut im Spiel waren. Und zweite Halbzeit haben uns in der Kabine gesagt, wir müssen anders auftreten. Klar, die rote Karte spielt uns dann voll in die Karten rein, aber dann war das ein komplett anderes Gesicht von uns, viel aggressiver, viel besser gegen den Ball gearbeitet und dann demzufolge auch zwingend eine Aktion nach vorne gefahren. Torpedo. Dann wieder eine gute Aktion gemacht, guter Abschluss und ja, dann gewinnst du hier in Haching 1-0 und jetzt haben wir wenigstens die zwei Punkte, die wir gegen Zwickau verloren haben, sage ich jetzt mal, heute zurückgeholt. Ja, zuletzt jetzt wichtiger Fakt für dich persönlich, mit dem heutigen Einsatz hat sich dein Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Wir freuen uns sehr, dass du nächste Saison für uns auflaufen kannst und darfst. Wie groß ist bei dir die Freude und ist es jetzt so eine Erleichterung für dich oder wie geht es jetzt für dich weiter? Ja, eine Erleichterung nicht. Ich habe jetzt nicht so viel darüber nachgedacht, weil doch noch ein anderes Ziel vor meinem Auge ist. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich. Also es war von Anfang an klar, dass wir beide Seiten, Verein und Spieler, eine Abmachung haben. Und dass es heute mit einem Sieg endet und dass ich heute den Vertrag verlängert habe, ist natürlich umso schöner. Wenn wir jetzt in den nächsten 2-3 Wochen uns nochmal richtig schön anstrengen und gegen die direkten Mitkonkurrenten gewinnen, dann freue ich mich natürlich noch umso mehr. Dennis, gute Heimfahrt und viel Spaß weiterhin. Danke.